Die Nacht schreitet voran und immer noch erreichen uns Anrufe von besorgten Zuhörerinnen und Zuhörern. Hallo? Bin ich in Ihrer Sendung? Oh. Raus mit dem Plunder! Tante Hedwigs Vase. Scherben bringen Glück. Gedöns ja! Schnickschnack und Rollhans! Der ganze Krempel! Raus mit So, jetzt ziehen wir die Ponchos aus, weil sonst machen wir drinnen alles nass. Was? Echt jetzt? Ja. Das ist der Zopf meiner Urgroßmutter. Hat sie sich bei der Hochzeit abschneiden lassen. Das sind schon so 1,5 Meter. Ist das bei euch Tradition? Vorsicht, Tina. Schnipp, schnapp, Haare ab und ab unter die Haube. Ist sie denn nicht ständig drüber gestolpert? Nee, die hat ja so einen Dutt. Ist schon krass, oder? Also, dass einfach so der gesamte Genomschlüssel des Menschen in so einem Haar drin steckt. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch die mit denen vom Vater vergleichen. Na kommt! Das Sofa! Okay, mach mal an. Ja, mach mal wieder aus. Das ist ja irre. Nix, also kein Kratzer. Ja, extrem interessant. Das Material scheint unzerstörbar. Ach Quatsch. Nix ist unzerstörbar. Außer die Liebe. Findest du nicht, dass sie irgendwie einsam aussieht? Na, daran ist sie auch ein bisschen selbst schuld. Die will doch nur Aufmerksamkeit. Raubt allen die Energie, Hauptsache jeder beachtet sie. Aber wenn ihr einer Mitleid verdient hat. Du? Alex und sein Vater. Mhm. Seitdem diese Meteoriten eingeschlagen sind, passieren echt komische Dinge. Ja. So als wäre die ganze Erde irgendwie aus dem Gleichgewicht geraten. Hallo? Wow, was ist das denn? Also, so etwas habe ich noch nie gesehen. Sieht aus wie eine Blackbox. Schutzbehörde. Oh, hier! Nein, du hast keine Handschuhe an. Das ist was Außerirdisches. Das dürfen die nicht kriegen. Bei mir nimmt dir keiner was weg. Komm, wir bringen das Ding in Sicherheit. Du musst hier rein. Hier rein damit. Also wenn das eine außerirdische Blackbox ist, müssen wir unbedingt herausfinden, wo sie herkommt. Also ich habe echt schon viel erlebt. Hexende Frauen auf dem Blocksberg, alles irgendwie erklärbar, aber das hier ist schräg. Liebe ZuhörerInnen, nichts Genaues weiß man. Aber es scheint auch nicht unmöglich, dass Meteoroiden und Kornkreise darauf hindeuten, dass wir schon bald Besuch bekommen aus einer ganz anderen Welt. Eben war noch strahlender Sonnenschein, jetzt verdunkelt sich der Himmel. Bedeuten? Ich glaube, sie kommen. Funky Fröhlich. Die übertreibt, oder? So wie du bist, ist gut. Und bist du